Ja, unser Start war ja auf dem Treffen in Marxen. Und da sind wir ja losgefahren und sind über Ratzeburg nach Rostock gefahren. Ja, dort haben wir ja einen schönen Abend verbracht, haben auf die Fähre gewartet, lange sind auf die Fähre gegangen. Die Fähre ging ja nach Rostock, nach Helsinki. Helsinki war ja sehr nett, früh morgens im Kalten angekommen. Von Helsinki mussten wir ja, ich glaube, 17 Kilometer quer durch Helsinki fahren. Dank Bernds Navi sind wir auch sehr gut durch die Stadt gekommen. Sind dort auf die Fähre gegangen nach Tallinn. Ja, Tallinn angekommen. Ganz im Gegenteil, nicht kalt, sondern sehr warm. Haben einen schönen Tag da verbracht in der historischen Stadt. Und dann fing ja die Reise eigentlich für uns an. Quer durch Estland, auf die estnischen Inseln nach Hiiumaa und Saaremaa. Dann praktisch die Küste oder den Weg runter nach Riga, von Riga wieder so ein Zipfel hoch, wo es sehr interessant war, und dann die Küste, die Ostseeküste, wieder Richtung Süden runter nach Klaipeda. Und in Klaipeda waren wir dann noch auf der Kurischen Nehrung, die ja sehr bekannt ist, die auch sehr interessant war, und sind von Klaipeda aus dann mit der Fähre wieder zurück nach Kiel. Und von Kiel sind wir dann ja teilweise unterschiedlich nach Hause gefahren. Das war im Ganzen praktisch die Strecke, die sehr interessant war. Und insgesamt, um meine Laufleistung oder meine Maschine zu nennen, die ich gefahren bin, waren es knappe 3000 Kilometer. Steuerkette eingestellt, Zündung eingestellt, klar, vorher noch Ventile eingestellt, ansonsten so wie sie war. Ja, meine EXS habe ich so vorbereitet, dass sie neue Reifen bekam, neue Mäntel, neue Bremsscheiben, neue Bremsbilder. Let's go.
Wie gesagt, das ist Elektro-Reparatur, sechste Klappe. Hoppala, bin ich doch in ein Loch gefallen. Das ist nicht gut. So, und so sieht das Ganze von vorne rechts aus. Hervorragend. Sieht aus, als wenn es bald wieder gehen könnte. Da kommt er, da kommt er. Ach ja, da kann man noch mal gucken. Ja, zwei Pappenheimer kennt ihr ja schon. Dich, Rainer, ne? Schon ganz lange. Uli Lorange kannte ich auch schon länger. Du hast ja den Bernd ins Spiel gebracht, der gerade da lang geht. Hier auf der Party. Der ja neu war und natürlich war man erst etwas skeptisch, aber du sagtest ja, das ist ein Elektrikfreak und der passt ja in die Runde. Und so, auch im Nachhinein muss ich sagen, war es eine tolle Truppe. Hat Spaß gemacht. Das war eher so ein bisschen Zufall. Übers Forum hat Andreas ja zu der Tour aufgerufen bzw. gefragt, ob da jemand mitmachen würde. Und da habe ich mich relativ schnell gemeldet, aber da ich ja noch ein unbekanntes Mitglied in der Szene war, hatte ich den Eindruck, dass Andreas noch so ein bisschen verhalten war und ich war auf der Reserveliste. Und dann ist zum Glück einer abgesprungen und ich konnte daran teilnehmen. Und so war das zumindest für mich, aber ich glaube für uns alle, eine gelungene Tour und hat auch mächtig Spaß gemacht. Ja, wie bin ich mit den anderen Leuten zusammengekommen? Mit dem Andreas, mit dem Bernd, mit dem Uli? Bin ich eigentlich insofern zusammengekommen, da ich den Uli ja schon seit Jahren kenne. Den Andreas kenne ich noch länger, mehr als 15 Jahre. Und den Bernd, dieser fantastische Mensch, den habe ich ja erst vor Jahren kennengelernt. Aber er hat mehr mich kennengelernt. Ja, ich bin ja gar nicht so auf ihn zugekommen, denn er hat mich ja kennengelernt. Und wie sich dann im Laufe der Zeit die Sachen ergeben, da kommt die Idee, lass uns doch mal zusammen eine Tour machen. Und nicht mal eben zum Möhnesee oder in der Eifel. Nein, wir wollten direkt ins Baltikum.